Ich sehe immer wieder an Orten, ja, da wenn man so streng muss, oh, das ist schräg, da muss alles haargenau stimmen. Mit allen Dingen, ja, Wandlungsworte, sprechen Sie dann nur Lateinisch oder, ich weiß einfach nicht, auf Kleinigkeiten, dass der Kelch und das, auf all das nimmt man hoch, aber das wahrhafte Kern geht verloren, die Liebe. Wenn ich sehe, wenn der Priester, der gültig geweihte Priester, der glaubt, kann konsekrieren, aber nicht der Priester konsekriert, sondern der Heilige Geist durch diesen Priester konsekriert. Also macht aus dem Brot Leib Christi, aus dem Wein das Blut Christi. Wir können doch das nicht. Aber wir sind angestellt von oben, deshalb wird der Heilige Geist durch den glaubenden, gültigen Priester das machen. Ich weiß, die Messe an und für sich wird noch einmal anders sein. Aber ich denke jetzt an die Trintinische Messe, da hat der Heiler mir mal gesagt, Nikolaus, schau, indem es ist das größte, wie sagt man das? Wie? Kunstwerk. Das größte, danke, größte Kunstwerk der gelehrten Kirche, Kirchengelehrten. Aber schau, das ist doch die größte Liebe gewesen, dass der Heiland sich für uns hingibt. Und dabei kommt nicht mal das Wort Liebe vor in diesem Messopfer. Ich habe kürzlich an einem Ort, wo ein Gnadenort sein soll, gesehen, wie ein Priester die Monstranz aus dem Tabernakel genommen hat. So, da ist der Heiland drin, der allmächtige Gott. Da kommt es aus. Schaut nicht, was sie sagen, das auch, aber was sie sagen, kontrolliert dann, ob das auch so ist. Ob da tatsächlich der Priester auch liebt, er ist ja Priester, er sollte schon lieben, Gott.